Bilderleihen wie Bücher. Eine Idee, die vor 25 Jahren in Moers geboren wird. Die sogenannte Artothek sitzt heute im Hans-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum in Moers und gehört zu den rund 30 Artotheken in Nordrhein-Westfalen. Alice Schofs ist damals für das Lektorat Kunst in der Bibliothek zuständig und begleitet die Artothek seit Anfang an. Alles beginnt mit der puren Leidenschaft für Kunst. Der damalige Leiter der Bibliothek, Dieter Bertermann, war ein Sammler. Er hat selber zu Hause Privatkunst gesammelt und hatte den Traum, die Kunst einem ganz breiten Publikum, also für jedermann, zu präsentieren und ins Haus zu holen. Zunächst stößt die Idee auf Kritik, doch nach einiger Überzeugungsarbeit entpuppt sie sich als ein erfolgreiches Projekt. Weil die Menschen also wirklich gesehen haben, wow, wir kommen hier rein, gehen an die Wand oder an die Ausstellungsfläche und nehmen uns ein Bild mit nach Hause und das dürfen wir dann im Wohnzimmer oder wo auch immer präsentieren. Mittlerweile verfügt die Artothek über 385 Bilder, Auflagenkunst verschiedenster Techniken. Ob Radierungen, Serigraphien oder Lithografien, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders beliebt sind Bilder von Willy Broad-Haas und Henri Matisse. Unter den Künstlern sind aber auch prominente Namen wie Günter Grass, Otto Piene oder Jörg Immendorf. Und die Resonanz auf das Angebot in Moers ist ziemlich gut. Im Durchschnitt gibt es jedes Jahr etwa 1000 Ausleihen. Martina Benzenberg ist Mitarbeiterin der Bibliothek. Beraten von zwei Galeristinnen entscheidet sie, welche Bilder für die Artothek gekauft werden. Ein Lieblingsbild hat sie selbst nicht, doch sie kennt die Vorlieben der Entleiher. Es gibt einen Renner, der mittlerweile über 150 Mal ausgeliehen worden ist, von Bernd Kastenholz, der Dirigent. Ist ein relativ kleines Bild, ist entstanden zu einem Text von Udo Lindenberg. Kann ich Ihnen jetzt auch nicht zeigen, weil es ist mal wieder ausgeliehen. Jeder mit einem gültigen Bibliotheksausweis kann sich auch die Kunst mit nach Hause nehmen. Der schwierigste Schritt dabei ist die Entscheidung, welches Bild mit soll. In der Artothek kann man die Werke betrachten und einen Katalog mit allen Informationen durchstöbern. Bilder können auch online reserviert und verlängert werden. Ist die Wahl gefallen, wird das Bild sicher verstaut. An der Information wird die Ausleihe dann registriert und schon wechselt das Kunstwerk für 8 Wochen seinen Besitzer. Ein Bild kann ich mitnehmen und kann zu Hause immer drauf gucken und es sieht vielleicht jeden Tag anders aus. Oder es sagt mir was anderes. Und das habe ich letztens noch gehört, dass es vielfach in Familien Gesprächsstoff gibt. Dann wird gesagt, ja, warum hast du denn das jetzt gerade ausgesucht? Manchmal kommen ja auch Kinder mit, die ganz klar sagen, das kommt dahin. Also es ist wirklich ja, für mich was Besonderes und für uns auch ein Alleinstellungsmerkmal. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums werden nun 24 ausgewählte Bilder im Foyer des Hans-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums ausgestellt. Ein kleiner Querschnitt durch die verschiedenen Techniken der Werke. Im Laufe der 25 Jahre hat Alice Schofs viel erlebt. Ihr Herz hängt an den Bildern und den Geschichten dahinter. Ein Ehepaar, was sich nicht einigen konnte. Wir haben einen Günter Grass. Und die Frau wollte das nicht aufhängen und dann hat es einen interessanten Disput gegeben. Ja, und dann haben sie es mitgenommen und hinterher wollten sie es sich auch selber kaufen. Haben sie dann gefragt, wo wir es herhaben. Das sind, finde ich, schon spannende Geschichten. Spannende Geschichten, die wird das Team der Artothek in Moers bestimmt auch in den nächsten 25 Jahren erleben.